Ja, hallo. Ich glaube, ich bin drauf. Das kam jetzt überraschend. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ist ein bisschen blöd, weil ihr seht mich völlig verzweifelt hier in der Technik sitzen. Ihr solltet eigentlich da noch Leute auf der Couch sitzen. Die sind aber schon gegangen, weil sie sehr, sehr viel zu tun haben. Und ich ihnen sehr viel Zeit gespart habe, beziehungsweise die Technik. Hier ist sehr, sehr, sehr viel heute schiefgelaufen. Hört ihr mich? Ich muss das einmal abhören. Es tut mir alles ein bisschen leid. Es ist sehr improvisiert. Ich hoffe, hier kommt gleich noch jemand, beziehungsweise ich seid jetzt quasi live dabei, wie ich den Protagonisten nochmal Bescheid gebe, dass es jetzt endlich losgeht. Ich höre, ich bin sehr leise. Ich drehe mich ein bisschen lauter. Ja, wenn ihr irgendwas wissen wolltet, was ihr immer schon mal von mir wissen wolltet, weiß ich nicht, fragt das gerne. Und ich hoffe dann, dass wir gleich die Beteiligten haben, um die es heute geht, und dann auch endlich die Sendung abfahren, die ihr verdient habt, beziehungsweise eine, die ihr sehen wollt. Genau. Jo, ansonsten kann ich schon mal verraten, was wir heute vorhaben. Wir werden natürlich über den gestrigen Tag reden. Wir werden ein bisschen über Xabi Alonso und Leverkusen reden. Wir werden einen Ausblick werfen auf Union in Malmö. Und dann reden wir natürlich, und deswegen seid ihr hier, über Lars Windhorst und seinen Anteilsverkauf, den er angeteasert hat. Und wer könnte das besser tun als Max Dinkelacker? Jo. Ich sehe, ich finde tatsächlich, ihr habt einen sehr, sehr, sehr unterhaltsamen Chat angefangen. Ich sehe Hühner, ich sehe. Boah. Ja, es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall das ein bisschen zu lesen, beziehungsweise eigentlich hatte ich überhaupt keinen Spaß, weil das, wie gesagt, eine Katastrophe war hier heute Morgen. Wir haben jetzt auch gerade, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, senden wir mit alter Technik, mit Streaming-Softwaren, die wir eigentlich nicht mehr nutzen wollten. Aber gut. Ich hoffe, es kommt gleich jemand. Ansonsten, ja, es war blöd, weil ich konnte es ja nicht testen, ohne dass ich mich ständig selbst scharf stellen musste. Darum bin ich hier jetzt etwas ins kalte Wasser geworfen worden und versuche weiter ein bisschen zu überbrücken. Falls jemand gerade die Nummer von Max Dinkelacker hat, schreibt ihm bitte auf allen Kanälen, dass er so schnell wie möglich hier ins Studio kommen soll. Ich möchte dieses Ding nämlich nicht nochmal ausmachen. Jo, gut. Habt ihr Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Stellt sie gerne in den Chat. Ich sehe das hier. Hast du die ganze Zeit alles gelesen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur immer mal wieder. Ich habe ja auch versucht, einen anderen Stream einzurichten und musste dann umschalten. Und da habe ich dann immer mal mit einem Auge gelesen, dass sehr, sehr, sehr viel los war. Cropper, wie hast du das Derby erlebt? Entspannt. Also sehr entspannt, ehrlich gesagt. Ich war jetzt das fünfte Mal beim Niedersachsen-Derby und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sonst mehr Feuer drin war. War auch von der Polizei allen ein bisschen entspannter. Ich hatte schon fast so ein bisschen in Nicht-Angriffspakt, würde ich. Boah, Entschuldigung, ich muss das mal runternehmen. Es ist furchtbar, mich die ganze Zeit selbst zu hören. Aber ich finde, es war von allen Seiten ein friedlich geführtes Derby mit natürlich Feuer, aber nicht so krass wie sonst. Bis zur nächsten Woche im Pokal im Stadion. Jo. Gegen Wolfsburg werde ich mir das gönnen, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, ob ich danach noch nach Berlin komme. Relegation Braunschweig gegen Saarbrücken ist nicht unmöglich. Was macht das mit dir? Ja, es ist ganz schlimm. Das ist so, wie wenn dein bester Freund gegen deine Schwester kämpft. Nein, vielleicht etwas zu martialisch, der Vergleich. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass Saarbrücken direkt aufsteigt und Braunschweig irgendwie die Klasse hält. Ja, wir sind weiter auf der Suche nach Max Dinkelacker, nach Tim Jürgens. Ich kann ihn sonst auch mal anrufen. Vielleicht machen wir die große Call-in-Show. Das war sowieso immer geplant. Müssen jetzt mal ein bisschen improvisieren. Bin gespannt, wie du Tim jetzt von Portofino wieder ins Studio lässt. Nee, nee, Niklas, ach, ein ehemaliger Praktikant. Schön. Tim ist natürlich erst um 13 Uhr bei Portofino. Portofino, ein sehr, sehr guter Italiener. Ja, ich erreiche Max Dinkelacker nicht, das ist schlecht. Dann probiere ich es mal bei Herrn Jürgens.
Oh, und da kommt einer angelaufen. Perfekt. Das heißt, wir können direkt dann starten. Hast du Tim auch Bescheid gesagt? Super, Tim kommt auch gleich. Dann bin ich aus dieser ich und ihr alle aus dieser ungemütlichen Situation befreit. Und wir starten mit 258 Zuschauern. Jetzt vielen Dank fürs Warten. Live ins Timmenfrühstück. Vielen Dank dafür. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Achso. Jetzt. Ja, ich sag mal, Harry Valerian, hier ist Sommer, doch Sommer. Wir sind Wer da. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich weiß nicht, ob man mich jetzt gerade gehört hat. Ich sag auch nochmal Hallo und sorry für die Verspätung. Aber Felix hat die Sache in den Griff bekommen. Woran lag's? Das weiß ich nicht, aber wir streamen jetzt das mit alter Technik. Okay, wir streamen jetzt mit anderer Technik. Warum seid ihr so geil? Das weiß ich nicht. Hast du denn schon einen Ausblick auf die Themen geliefert? Ja, ich habe gerade 5 Minuten monologisiert. Ohne, dass man dich im Bild gesehen hat, oder? Ja, doch, das schon. Also das Ding war, ich konnte es ja nicht testen, ohne direkt live zu gehen. Weißt du was, Max, das ist jetzt wahrscheinlich das Ende des Themenfrühstück, wie es mal war, weil er sich jetzt hier so in dieser, er sieht das so ein bisschen aus, als wenn er Marcel Reif im Stadion ist. Schönen guten Abend. Ja, mit seinem Kopfhörer auch auf, das ist so alles so unglaublich authentisch und die Leute werden es mit Sicherheit im Anschluss einfordern und wir können hier nach Hause gehen. So, Grimme-Preis sofort wird gefordert. Ich glaube, die 5 Minuten waren okay. Jetzt müssen wir natürlich direkt aus dem Stegreif loslegen. Ich glaube, Thema Nummer 1 ist... Völlig überraschend. Lars Windhorst. Mal so, wieder. Dann kann ich mich zurücklehnen und du monologisierst, oder? Ey, also... Du meinst, ich kann auch was dazu sagen? Du kannst da sicherlich auch was zu sagen. Mit all deiner HSV-Erfahrung. was ein bisschen... schillernde Investoren angeht, da bist du ja gar nicht so weit weg, aber ich muss sagen, also erstens, große Chance für den Verein, zweitens, ich werde, wenn er denn irgendwann wirklich seine Anteile verkaufen sollte und sich von Hertha BSC abwendet, ich werde ihn trotzdem vermissen. War in den letzten Staffeln, würde ich sagen, mein Lieblingscharakter. Also, oh Mann, das sind jetzt 12 Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, keine Frage dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Illustre Mäzene, sagst du. Du spielst natürlich auf den Kollegen Kühne an, der in HSV-Puschen vom Fernsehen sitzt, sich nicht mehr ins Stadion traut, weil er immer angefeindet wird und sagt, komm her, ich hau nochmal eine Milliarde raus und die Sache ist erledigt. Und da vielleicht kann irgendeiner meiner Urenkel auch mal mitsprechen und kann es sein, dass ich, wenn ich einen Spieler kaufe, vielleicht auch einen Anteil daran bekomme. Das ist das eine. Lars Windhorst, ich empfehle jedem die Spiegelausgabe von vorletzter Woche, ein großes Porträt, wo man sehr lange liest und hinterher weiß man trotzdem nicht, wie er sein Geld verdient. Beziehungsweise, nee, es wird schon relativ deutlich, dass sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass er immer Vorsicht, wieder... justiziabel, alles, was du jetzt sagen willst. Nein, ich glaube, das ist nicht rechtlich anfechtbar. Er findet immer wieder Leute, die ihm Geld leihen. Er findet immer wieder Leute, die ihm frisches Geld zur Verfügung stellen. Ab und zu kommt da mal, hier flattert mal da eine kleine Anklage rein. Da Wer hat sie nicht Anklage solche Freunde? Rein. Wer hat sie nicht? Ja. Ich hätte Tim, wirklich gerne den Freundeskreis. Ich hätte nochmal eine Frage, ganz kurz. Hier mal 100 Millionen, da mal 150 Millionen. Und er hat sich da ein Konstrukt zusammengebastelt, das so undurchsichtig ist, dass, glaube ich, nicht mal irgendwelche Finanzaufsichtsbehörden so richtig durchblicken, welches Geld und welche Rechte wo eigentlich liegen. Und irgendwie kommt er damit bisher durch. Es wird immer nur dann ungemütlich, wenn einer mal aufs Geld pocht. Dann kommt immer mal ein bisschen Ärger, dann kommen mal kurz kleine Gerichtstermine oder zumindest eben mal anklagen. Dann zahlt er aber meistens zumindest ein bisschen, weil er sich wieder irgendwo anders frisches Geld besorgt. Und dann werden die zumindest erstmal ruhig gehalten. Und ein bisschen so war es ja jetzt auch bei dem Fall, durch den die Sache mit Hertha jetzt eskaliert ist, die Tage, dass offenbar diese komische israelische Firma, die er beauftragt hatte angeblich, dass die halt das Geld haben wollte. Und als er dann nicht gezahlt hat, haben die sich in Israel beschwert und dann hat er doch mal eben wohl, so wird gemutmaßt, ein bisschen Geld überwiesen und dann waren die jetzt auch erstmal wieder ruhig. Aber es gibt ja mittlerweile ein 270 Seiten starkes Dokument, glaube ich, oder Akten, die in Berlin rumgehen in den diversen Redaktionen. Auch beim Spiegel gestern kam ja nochmal was. Und die doch sehr nahelegen, dass er eben diese komische israelische Spionagefirma oder was auch immer das ist, beauftragt hat, um Werner Gegenbauer zu entmachten.
um zu entmachten oder erstmal irgendwelche in den Dreck zu ziehen. Hässliche Details über ihn rauszufinden, die ihn dann eben bei der nächsten Wahl zum Hertha-Präsidenten nicht so gut abschneiden lassen. Also ich, um es nochmal kurz zu sagen, ich habe eine Zahl gelesen, 354 Millionen. Ich dachte, wir reden über die FIFA, meine Güte, da sind solche Zahlen ja vollkommen. 374 Millionen. Ganz ehrlich, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ehemaligen Hertha-Manager, ich nenne keine Namen, nach der ersten Tranche, als das Geld von Windhorst eingetroffen ist, der schmunzelnd sagte, das Geld ist da, er redet nicht mit, wunderbar, jetzt können wir richtig einkaufen. Ey, also dieses Geld ist weg und jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich die Kohle über, würde ich... Du hättest andere Ideen. Würde ich die Anteile von Lars Windhorst kaufen und sagen, Hertha, das wollte ich immer schon. Ich frage mal anders, ich habe die Kohle ja auch nicht über, aber selbst würde ein Unternehmer wie der aktuelle Präsident sowas machen, weil... Man weiß ja, in der Regel ist die Kohle dann auch weg und die Anteile, naja. Also ich bezweifle das. Es ist ein Geschäft, eine Wette auf die Zukunft, wie es im Fußball immer so schön heißt. Also zu dem Geld, ne? Es war ja schon damals, als er die ersten Anteile gekauft hat, er hat es ja in mehreren Schritten gemacht. Er hat ja erstmal 250 Millionen, glaube ich, in die Hand genommen, dann später nochmal 125 dann knapp. Ich meinte, er hätte 279 in die Hand genommen, aber es ist ja wurscht. Insgesamt sind es 379, aber er hat es in zwei Schritten gemacht. Also und, ich habe genau 25 Euro in der Tasche. Und es war ja schon damals eigentlich klar, dass das nicht dem reellen Wert dieses Vereins entspricht. Und er hat ja auch immer gesagt, das ist für ihn ein auf eher Jahrzehnte angelegtes Investment. Und die Hoffnung besteht natürlich, dass er den Verein, oder damals seine Hoffnung bestand darin, angeblich, dass der Verein im Wert steigen wird, durch sein Investment auch. Das ist halt jetzt nicht aufgegangen und kein halbwegs vernünftiger Unternehmer und keine halbwegs vernünftige Unternehmerin wird so viel Geld für diese Anteile zahlen. Deswegen ist das Stand jetzt ja auch noch alles... Oder ist es nicht alles so einfach, dass die jetzt wirklich auseinandergehen? Also bis da irgendjemand diese Anteile ihm zurückkauft, er hat sie ja gestern via Facebook-Nachricht höchst seriös dem Verein angeboten zum Einkaufspreis, dass sie sie zurückerwerben können. Er hatte es natürlich nicht so blöd, das zu machen. naja, 374 Millionen haben sie ja auch gar nicht. Was jetzt gerade, also eigentlich von Vereinsseite aus muss man mal sagen, so ganz große Probleme sehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, weil das Geld haben sie, das ist zwar verbraten, aber das Geld haben sie erstmal bekommen. Dass Windhorst kein frisches Geld nachschießen würde, war eigentlich auch schon länger klar. Dadurch war einfach, glaube ich, auch im Verein zu viel passiert. Beziehungsweise hätte er wahrscheinlich, um nochmal Geld nachzuschießen, hätte er so viel Mitspracherecht eingefordert, das wäre für mich mit dem neuen Präsidenten überhaupt nicht denkbar gewesen. Deswegen muss man jetzt natürlich irgendwie aufpassen, dass man nicht sofort insolvent geht, weil dann hat man ein Problem. Aber Stand jetzt hat sich erstmal nicht viel verändert. Die Frage ist dann eher, wann braucht Windhorst dringend frisches Geld, sodass er die Anteile für deutlich weniger verkloppt? So. Und an wen vor allem? Genau, wer kommt dann? Ja, also so wie ich es verstanden habe, hat Hertha durchaus Mitspracherecht. Also er kann jetzt nicht an den nächstbesten dubiosen Investor verkloppen, da kann Hertha schon so ein bisschen mitreden, was mit diesen Anteilen passiert. Ja, aber ich glaube, das wird sich ziehen. Ich glaube, jetzt jemanden zu finden, der da, keine Ahnung, um was für eine Summe es am Ende dann geht, lass es mal 150, 200 Millionen sein, aber jemanden zu finden... Mal eben 200 Millionen verbrannt. Ja, jemanden zu finden, okay, der das jetzt gerade in die Hand nimmt, das wird, glaube ich, nicht so leicht. Mit anderen Worten, alles gut bei Hertha BSC. Alles gut. Herr Dinkelacker. Ich glaube, der Mann ist halt ein bisschen unberechenbar. Ich meine, gestern hat er bei Facebook einfach so ein Statement rausgehauen. Kurz danach meldete sich dann der Verein bei den Mitgliedern. Ich habe auch eine E-Mail bekommen, in der der Verein dem, was Windhorst eine Stunde vorher bei Facebook rausposaunt hatte, im Prinzip 180 Grad widersprochen hat. Wo halt klar ist, okay, eine Partei lügt. Ich bin... nach all den Jahren mit Lars Windhorst versucht, oder ich denke, es ist eher er, der lügt. und ich habe das Gefühl, das Problem, was Hertha jetzt bevorsteht, ist schon, dass der jetzt, wo erstmal der Ruf ruiniert ist, die Flucht nach vorne wagt, hat er ja gestern schon gemacht und auch weiterhin öffentlich zumindest ein bisschen rumpesten wird. Weißt du, ehrlich gesagt, um das vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten,
Wenn ich jetzt über die Weltlage nachdenke, habe ich ja den Eindruck, dass Wladimir Putin immer mehr wie Blofeld aus James Bond wird. Und ich habe auch eine Theorie, warum das so ist. Er inszeniert das auch bewusst so, damit er noch furchteinflößender wirkt, weil er kennt natürlich James Bond Filme und sagt, das wissen die Leute im Westen, glauben daran. Und wenn ich jetzt so richtig düster aussehe und immer vor so alten Telefonen sitze und im Hintergrund die Flagge da noch ist, dann glauben die, dass ich wirklich wie Blofeld bin und haben furchtbare Angst. Und Lars Windhorst ist für mich so der Prototyp des windigen, im wahrsten Sinne des Wortes, windhorstigen Geschäftsmanns, ja, der in so Fußballvereine eintritt und überhaupt keine Ahnung davon hat. Ist ja, ist ja auch so. Das und man sieht ja auch so mit diesen gezupften, ja, Augenbrauen und diesem irgendwie, weil man sieht ja auch immer noch diesen kleinen Jungen neben Helmut Kohl, ja, wenn ich ihn mal so im Fernsehen sieht, aber dann doch nicht. Und niemand weiß, wo er gerade ist. Er selber manchmal auch nicht. Und er weiß auch gerade nicht, welchen Termin er hat und wo jetzt die nächste Kohle abgeholt werden muss, wenn ich dem Spiegelartikel ein wenig Glauben schenken darf. Und auch da, denke ich mir, läuft uns Fußballfans so ein leichter Schauder über den Rücken. Und es ist wie so ein Pavlovscher Reflex, fügt er sich jetzt immer stärker in diese Rolle des windigen, windhorstigen Geschäftsmanns. Boah, ich falsch, weiß nicht. Also von dem, was... Falscher Eindruck. Also A habe ich jetzt noch nicht ganz... Also du meinst... Also um jetzt den Vergleich zu Putin zu ziehen, du meinst, er versucht gezielt... Er spielt gezielt, auch jetzt die Rolle. Er spielt mit seinem Image. Rolle, ja. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, er versucht eigentlich bei allem irgendwie noch so einen Rest an Fassade zu bewahren. Also das geht ja eigentlich aus dem Spiegelartikel auch hervor. Das ist ja auch, ich meine, ich habe ja auch schon mit Windhorst tatsächlich auch zu tun gehabt. Wir hatten ein bisschen Schriftverkehr. Tatsächlich. Als es um diese Dokumentation ging, die ja eigentlich auch mal über Hertha laufen sollte... Und bei der Doku, genauso jetzt wie auch bei dem Spiegel, bei der Spiegel-Reportage, man hat immer das Gefühl, er in dem Moment, wo er merkt, Moment mal, die beschreiben ja gar nicht das, auf was ich da eigentlich Lust habe, wird er halt ungemütlich. Und er dachte, glaube ich, auch bei diesem Spiegelporträt, was dann geschrieben wurde, lange, es geht hier um den schillernden Fußballinvestoren und die sind halt interessiert an mir, vielleicht auch so ein bisschen Personality-mäßig, keine Ahnung. Und als er dann gemerkt hat, ey, die dröseln hier meine Geschäfte auf und wir schnüffeln hier so ein bisschen rum, wurde er auch zu denen ein bisschen komisch. Genauso bei der Doku, als er gemerkt hat, Moment mal, die erzählen hier gerade gar nicht die ganze Zeit, wie geil Tenor ist und wie wichtig dieses Investment ist und was für eine schillernde Zukunft dieser Club hat, wurde er auch da ungemütlich. Na gut, und wenn ihr euch Mails schreibt, kann es sein, dass das Brett doch dünner ist, als man erwartet? Das Brett dünner ist? Also sagen wir so, ist er vielleicht nicht... Ist er dir intellektuell gewachsen? So viele E-Mails haben wir jetzt nicht ausgetauscht. Es ging eher darum, und das zieht sich auch eigentlich durch alles, was man über ihn immer liest, es ging um eine Terminfindung. Ich hatte schon vor 2-3 Jahren mal mit ihm, als er neu war, Mail-Kontakt. Und da hieß es immer am Anfang, heißt es immer, ja, prinzipiell super interessant, gerne. Und dann findet sich kein Termin. Und dann schaltet sich der Fritzenkötter ein, sein Presseberater. Und es wird dann alles immer so ein bisschen komplizierter. Er ist einfach nicht so greifbar. Und ich glaube aber nicht, dass er ein Interesse daran hat, als fischiger Investor dazustehen oder als in irgendeiner Form halbseidener Geschäftsmann. Eigentlich glaube ich nicht, dass es ihm darum geht. Ich glaube auch, dass er mit dem Investment schon dachte, ey, ich steige da jetzt in so eine Glitzerwelt ein und im Endeffekt gehe ich da raus als cooler, in irgendeiner Form mit einer coolen Marke verbundener Typ, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, wo er auch seinen Anteil dran hat. Aber ja, ich glaube nicht, dass ihm daran liegt, als nicht seriöser Business-Typ damit hast du jetzt sehr, sehr ausführlich meine Frage von eben beantwortet, ja, nämlich, das machst du ja eigentlich als Hertha-Fan schon seit deiner Kindheit, dasselbe, du gehst ja auch immer hin und denkst, du kommst in so eine verrückte Glitzerwelt und gehst dann enttäuscht nach Hause, also insofern ist er dir intellektuell gewachsen, beziehungsweise er ist auf deinem intellektuellen Niveau, sage ich mal. Kommen wir also zu etwas, und das ist eine wunderbare Überleitung, das für mich auch nicht sehr richtig greifbar ist, ist nämlich die Spielstärke von Borussia Dortmund in dieser Saison. Oha. Die haben mich gestern Abend gegen den FC Sevilla doch relativ souverän gewonnen. Was ist da los? Ist der BVB doch möglicherweise ein Verein, mit dem man wieder rechnen muss? Ach, ehrlich gesagt, das zieht sich doch seit Jahren dadurch, dass sie mal in komischen Situationen in der Bundesliga überraschend, in Anführungsstrichen, verkacken. Dann hauen sie sehr überzeugende Spiele raus. Ich meine, sogar vor 2-3 Jahren haben sie auch schon mal in Sevilla gewonnen, im Hexenkessel. Dortmund-Fans wissen das vielleicht besser als ich, aber ich erinnere mich an ein 3-2 oder sowas in Sevilla.
Und das haben sie immer wieder drin, aber es ist irgendwie eine Zeitschleife. Das Einzige, was man zu gestern mal sagen kann, ich habe es gesehen, der Wechsel vorne von Modest zu Moukoko hat schon sehr viel verändert, spielerisch. Böse, niederträchtige Dortmund-Fans würden sagen, sie haben jetzt endlich auch mal halt wieder zu 11 gespielt und nicht mit einem weniger. So, das macht ja vielleicht auch schon mal einen Unterschied. Aber Moukoko ist natürlich einfach spielerisch der bessere Stürmer und hatte teilweise echt abgefahrene Aktionen drin. Und ich glaube, wenn das ab jetzt vorne drin der Mann ist, könnte sich zumindest, also könnte sich einfach ein bisschen was verändern. Geniale Geschäftsidee, die ich gerade hatte, als ich über die 370 Millionen noch nachdachte für die Hertha-Anteile. Ich glaube, ich würde mir einen Fünftligisten kaufen und würde dann da so einen Retortenverein aufbauen, wo ich mir nur Spieler zusammenkaufe wie Max Kruse, wie Toni Modest, die bei anderen Vereinen so richtig verbrannte Erde hinterlassen haben, aber doch irgendwie immer geliebt wurden. Und dann haben wir so richtig geile, schillernde Truppe. Ne? Und Ja, das. ist halt teuer. Naja, ist teuer, klar, aber ich glaube, Aber du hast ja 374 ich Millionen. hätte Ja. Du hast 374 374 Millionen, die Millionen. ich dann einsetzen würde. Anderes Thema. Was machen wir noch? Ja, genau. Dann Heute noch Abend kurz spielt. Dortmund Ja, abschließend bitte vielleicht. sehr. Das wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du denn glaubst, dass das jetzt nachhaltig eine Trendwende war oder nicht. Ich meine, am Samstag ist direkt das Spiel gegen Bayern zu Hause. Ich glaube, sind beide punktgleich sogar. Weil ich glaube natürlich nicht daran, sondern ich glaube, am Samstag kommen die Bayern an, eiskalt wie sie sind, und dann gibt es erstmal wieder eine Packung so. Also ich habe vor Saisonbeginn ein Interview mit Oliver Kahn gemacht, der vielsagend lächelte, als ich sagte, Uli Hoeneß wollte mal 10-mal in Folge Meister werden, jetzt hat er es geschafft und jetzt sind doch die Bayern auf Jahre unschlagbar. Das ist ja natürlich schwierig, ja klar, aber das darf natürlich nicht sein. Ich sage, naja, Sie können es ja so machen, einfach mal 20 Spieltage durchziehen und dann einfach mal 10 Spieltage nicht, dann wird die Bundesliga wieder spannend. Ja, das geht ja auch nicht. Ich glaube, Oliver Kahn hat sich überlegt, den Jürgens mit seiner genialen Idee nach dem 20. Spieltag mal ein bisschen locker zu lassen, das drehe ich um. Wir machen das früher in der Saison, damit die Leute wirklich glauben, jetzt wird es wieder richtig spannend. Und dann kommt Ja. Borussia Dortmund, dann werden die mal 5-0 weggefiedelt und dann ist die alte Weltordnung wiederhergestellt. Na gut, wir sind gespannt auf den Samstag. Ansonsten aktuellen Fußball. Du wolltest gerade schon überleiten zu. Ja, Union spielt ja auch wieder. International bin ich jetzt noch nicht so sicher. Doch. Doch. Die spielen international. Da kannst du dir schon sicher sein. Nicht nur Okay. die, Freiburg auch, aber und Köln auch. Ja. Aber Union spielt bei Malmö Union schon am meisten Druck drauf. Also insgesamt läuft es für die ja hervorragend, nur eben nicht europäisch. Da haben sie bisher beide Spiele verloren. Deswegen muss jetzt in Schweden fast schon ein Sieg her. Also insofern sollten Sie es mal zeigen. Oder konzentrieren Sie sich eben voll auf die Meisterschaft. Das ist ja meine Theorie. Oh, ich habe heute wirklich richtig viele Du Quatschthesen hast hier, viele die ich Ideen und Theorien, raus. ja. Ich glaube, Union will Meister werden und deswegen sagen sie, komm, wie der Kaiser früher sagte, schenken wir den internationalen Wettbewerb an, konzentrieren uns nächste Saison auf die Champions League. So, Champions League ist ein gutes Stichwort. Da hat der FC Schalke auch mal mitgespielt. Inzwischen wird das mittelfristig wohl eher nicht mehr passieren, aber umso mehr ist der Bruch und umso mehr die Leidenschaft und die Emotion um den Verein. Und die halten wir fest in einem neuen Legendenheft, das ihr hier seht. Die andere Geschichte des FC Schalke. 11 Freunde Legenden kommt immer einmal im Jahr raus. Wir hatten schon Ausgaben zu Dortmund, Bayern und Borussia Mönchengladbach. Und jetzt eben die Schalke-Ausgabe mit einigen Storys, die regelmäßige 11 Freunde Leser möglicherweise zwar schon kennen, aber auch viel neuen Material. Was hast du gemacht hier in der Ausgabe? Ich glaube nichts. Doofe Okay, Frage. ich erzähle dir mal ganz kurz, was meine persönliche Lieblingsgeschichte ist. Ein Fundstück aus der Ja. großen Geschichte des FC Schalke, nämlich von einem aus der Vorwendezeit, ein Briefschreiber, der also Autogrammkarten von Schalke-Spielern, großer Schalke-Fan, gesammelt hat. Aber einer hat auf seine Bitten um ein Autogramm nie geantwortet und das war Klaus Fichtel. Und dann hat er ihm einen sehr, sehr langen Brief geschrieben, warum denn und wieso denn und weshalb denn nicht. Und hier ist der Brief. Und der Brief wurde abgefangen. Er kam nie bei ihm an. Und erst nach der Wende kam er an. Der ist Oh hier in nein. der Ausgabe zu finden. Und ja, kleine Geschichte drüber. Günther Pinske Okay. ist inzwischen verstorben, Herr Pinske, aber sein Sohn lebt noch. Und dem Magazin auch eng verbunden. Ja, So, dieses Heft können wir verlosen oder wollen wir verlosen an
zwei Leute, die uns, die sich tierisch gut mit Schalke 04 auskennen und uns sagen, wie Schalke 04 am Wochenende spielen wird. Genau, die Tipps sollten einfach in die Kommentare. Sollten mehr richtige Ergebnistipps da sein, dann müssen wir auslosen, aber zwei Hefte werden verlost. Zwei Hefte werden verlost. Ich glaube, Schalke spielt in Leverkusen. Interessantes Spiel, Xabi Alonso. Erstmal harter Reality-Check von Frank Kramer, ausgecoacht zu werden am Wochenende oder vielleicht auch nicht. Müssen wir uns mal anschauen. Genau, zweimal wird das Heft verlost, einfach das richtige Ergebnis in die Kommentare. Und ansonsten, das ist nicht das Einzige, was es zu gewinnen gibt. Nämlich, wir waren ja gerade schon bei Union und Union, gesponsert von Club of Gents, Anzughersteller meines Wissens. Und Club of Gents hat eben eine Kooperation mit Union und haben auch ein Gewinnspiel bei uns. Da könnt ihr mitmachen, ihr könnt VIP-Tickets für Union gewinnen. Indem ihr einfach auf elffreunde.de/clubofgents geht. Da steht alles über dieses Gewinnspiel, steht glaube ich alles drin. Und es geht um Tickets für das Hoffenheim-Spiel im Januar, richtig? Ja, man kann bis zum 8. Dezember mitmachen. Die Mail ist auch gleich eingeblendet. Ihr müsst nur eine nette Mail schreiben, warum es ihr besonders verdient habt, diese VIP-Karten mitzunehmen. Und wie ihr gerade seht, ist Union Berlin sauber gekleidet in Malmö angekommen. Ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gewinnspiel, was es in sich hat, weil anders als bei Hertha ist es bei Union ja gar nicht so leicht, an Tickets ranzukommen. Insofern für Leute, die schon immer mal in die alte Försterei wollten, bewerbt euch. Genau. Da gibt es doch, glaube ich, eine gute Currywurst, wie in Berlin üblich. So, jetzt schaue ich noch einmal kurz in die Kommentare und danach können wir die Sache auch schon abbrechen. 11.49 Uhr, eine Stunde 10 haben wir hier gemacht. Meine Güte, ey. Eine Stunde 10, Rekord. So, Berlin versinkt an allen Fronten im Chaos. Ach, mehr Hertha im Themenfrühstück als FC Bayern im Doppelpass. Windhorst übernimmt die Anteile von Wüstefeld, das wäre doch mal. Ja, Wüstefeld hat aber, glaube ich, weniger. Ne? Der hat, glaube ich, 5,1 oder 5,2. Team Telekom übernimmt sind natürlich auch mehr wert mit beim HSV. Hat jemand der deutsche Meister zu Netflix. Wir brauchen die Hertha-Doku, schreibt Luise. Ich muss halt sagen, was diese Doku angeht, bin ich ja wirklich im Thema. Die ist ja gar nicht fertig. Das ist halt das Hauptproblem. Die wurde ja nie fertiggestellt. Diese legendäre Hertha-Doku aus dem Jahr, wo sie abgestiegen sind? Unter Pal Dardai noch gerettet wurden. Wo Michael Preetz diese auch ging. Diese Doku wird doch nie erscheinen. Genau, die wird ziemlich sicher nie erscheinen, weil sie auch nie fertiggestellt wurde. Es gibt halt Rohmaterial, aber das Projekt wurde dann irgendwann noch vorm endgültigen Schnitt einkassiert. Soll ich dazu noch einen kleinen Insight erzählen? Ja, leg los. Einen Insight? Ja. Egal. Im Jahr 2010, 2011, nach dem Abstieg in die zweite Liga, habe ich für Elf Freunde ein Jahr Michael Preetz begleitet und darüber eine große Reportage geschrieben. Ja. Das hatte insofern das Happy End, dass Hertha am Ende aufstieg und Michael Preetz in einem Hotelbar mit Markus Babbel saß und Bier trank. Das waren schöne Momente und ich hatte 10 Jahre später das vielleicht etwas übertriebene Anliegen an Michael Preetz, nämlich, Herr Preetz, 10 Jahre Hertha, wie sieht's aus, was ist passiert, wollen wir das nicht noch einfach normal machen? Daraufhin schrieb er mir eine nette Mail zurück. Nein, das machen wir dieses Jahr nicht mehr mit Magazin. Wir sind ja jetzt schon im Jahr 2021 angekommen. Das machen wir natürlich mit einem Fernsehsender. Da gibt es eine tolle TV-Doku. Ja. Der Elf-Freunde fluch mal etwas anders. Der Elf-Freunde fluch mal etwas anders. Ja, ich denke mal, aber auf die Art und Weise, wie das gescheitert ist, damit hat er wahrscheinlich, oder da war einfach nicht unbedingt mitzurechnen. So. Nicht mitzurechnen. Matthew schreibt, jeder verdient den Investor, den er hat. Da habe ich nur Mitleid. Ja. Ist, denke ich, okay. Sky hat ja auch eine Wirecard-Doku gemacht. So, verbranntes Geld. 25 Euro, mehr ist Hertha auch nicht wert. Früher in den 70er, 80er Jahren, da gab es noch so Mäzene, die mal so richtig auf die Kacke gehauen haben, auch bei kleineren Vereinen, und die am Schluss dann richtig verarmt waren. Die dann immer so vor so einer Bierflasche in der Sozialwohnung saßen und so weiter und so fort. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie mir wünsche, aber ich frage mich, wo sind eigentlich diese Mäzene? Also irgendwie heute hat man den Eindruck, es gibt Mäzene, die ballern die Kohle raus, die Kohle kommt auch nie zurück und sie bleiben trotzdem immer reich. Schneeballsystem. Wir haben es ja... Jetzt hast du das Wort doch gesagt. Wir haben es ja lang und breit vorhin diskutiert. Aber ja. Wir wollen uns hier nicht im Kreis drehen, sondern wir müssen auch wieder an die Arbeit. Die Welt steht ja leider nicht still. Ich glaube, ich würde mir zu diesem Verein, den ich vorhin skizziert habe, mit diesen ganzen Leuten, die man woanders nicht mehr haben will, ja, weil sie überall immer nur sich Richtung Geld gedreht haben, denn wenn ich den Verein gründe, dann suche ich mir nochmal so einen
so ein Mäzen-Darsteller. Ein Darsteller? Ja, ja, der sitzt dann und der dann aber verarmt mit dieser unglaublich überteuerten Mannschaft. Das ist einfach nur ein riesiges Doku-Drama. Ich meine, man muss ja eigentlich nur ein paar Jahre abwarten, bis die Sache in Leipzig nicht mehr interessant genug ist für deren Investor. Vielleicht kann man da dann günstig einen Verein abgreifen. Oh, ich glaube, das ist schon... Dauert noch ein bisschen? Ich meine, wenn du mal guckst, auch gestern in der Champions League, Stadion war wieder gefühlt ein Viertel gefüllt. Also sehr, 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 sehr viele freie Plätze für einen Verein, der eigentlich ja gerade den größten Erfolg der Vereinsgeschichte hat, mit Pokalsieg und hier und da, ist es schon erstaunlich, sage ich mal, dass das Interesse innerhalb der Stadt dann doch so gering ist. Also jetzt mal ernsthaft. Und wenn dann irgendwann auch Red Bull sagt, ey, okay, Bundesliga irgendwie mit dem Scheiß 50+1 und hier und da, wir kriegen die TV-Gelder nicht so richtig vermarktet und bla, lass uns doch vielleicht mal in England nochmal gucken, wer weiß. Aber vielleicht merkt der Mäzen jetzt oder beziehungsweise der Retortenclub, dass Fußballstädte wie Leipzig, wo viele Menschen einfach mit ihren Clubs aufgewachsen sind, dann so groß der Erfolg auch sein mag, am Ende doch das Herz überwiegt und man geht dann eher zu Lok und Chemie. Ja, also warum genau aktuell so wenige Leute ins Stadion kommen, das finde ich ist schon eine spannende Frage. Ich meine, es waren ja auch mal mehr, so ist nicht. Die hatten ja auch das Stadion durchaus schon ab und zu mal voll. ja, na ist ja so. Aber warum das gerade so dermaßen abflaut? Es sind ja jetzt auch noch keine Minusgrade. Nein. Aber gut, das sind alles große Themen. Meine Hoffnung ist, vielleicht steigt irgendwann Windhorst dort ein. Das wäre doch eigentlich Win-Win-Situation. Das wäre vielleicht noch ein spannenderes Projekt als Windhorst bei Hertha. Nein. Aber nein. Das prophezei ich. Lars Windhorst, der ist raus aus dem Fußball. Den sehen wir nicht wieder. Also noch ist er drin, aber sobald die Dinger verkauft sind, sehen wir den nicht wieder. Parkclubs gäbe es noch. Uerdingen gäbe es noch, wo er nochmal vielleicht anklopfen könnte. Hör doch auf. 60. Ja, ich weiß, du willst ihn nicht loswerden. Du willst ihn, aber du hast dich total irgendwie in ihn verknallt. Weil du stehst nämlich auch auf diese schrägen Typen. Nein, er ist schon sehr besonders. Er ist schon sehr besonders, würde ich sagen. Also, egal, ich gucke mir. Es gibt ja mittlerweile genug Material, was man sich auch von ihm angucken und durchlesen kann. Gut. Also, lieben Gruß an dieser Stelle. Also, in diesem Sinne, morgen um 10.30 Uhr wieder einschalten. Morgen um 10.30 Uhr geht das hier wieder los, wenn die Technik und damit Felix Gropper es im Griff haben. Und dann. Sollen wir einen, also Daumen hoch natürlich und Skala von 0 bis 100%. Wie sicher ist morgen? Die Leitung steht? Es muss, ne? Also wir geben mal 98% für 10.30 Uhr. Du hast den morgen. Druck aber jetzt auch ganz 110, ganz komm, was soll's. 110%. Wir gehen ja morgen nicht ohne Stream nach Hause. Morgen 10.30 Uhr. Also, herrlich. Guten Appetit, schönes Mittagessen. Ade. Tschüss.